Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved, dem Minecraft Let's Play mit dem Rollenspielaspekt hier auf Hawaii. ich habe die restlichen Setzlinge noch eingesammelt, die heruntergefallen sind. Und jetzt können wir noch ein bisschen die Gegend erkunden. Vielleicht mal hier ein paar Blumen mitnehmen. Hasen. Hibiskus. Oh, Hibiskus sind doch schöne Blumen. Jo. Da drin ist auch irgendwas Schönes. Gehen wir mal hier rein. Ist doch ein schönes Biom hier, oder? Auch ein Hibiskus. Stauch. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Raus hier. Ja, noch ein bisschen unkonzentriert durch das den Krankenhausaufenthalt. Bin ich mehr so richtig am Zocker, wie sagen wir dem? Den Fleiß des Zockers habe ich gleich nicht mehr so gut. Aber der kommt gleich wieder, also bald wieder. Ein paar Parts ist er wieder da. Dafür haben wir hier schön viel zu entdecken. So. Ich will noch ein paar Setzlinge für die Tropen. Tropen gar nichts. Ja. Die noch mit. Schön viel genug. So. Da haben wir noch ein paar. So, jetzt. Ja, was haben wir hier? Noch ein anderes Biom? Nein, das ist... Ja, das ist ein normales Waldbiom. Dort ist auch wieder ein Vulkan. Okay. Oh. Müssen wir uns wieder ein Boot bauen. So. Gut, dann du kommst wieder mit, dankeschön. Und gehen wir ein bisschen nach Norden. Obwohl Osten eigentlich gut ist, aber da haben wir einen hohen Rückweg. Ah, ich muss hier kurz Waypoint machen. Tropics. Da sinken wir zwar kurz einen Moment, aber immerhin haben wir einen Waypoint gemacht. Sonst können wir dann wieder suchen auf der Map. Das ist nicht so interessant. Was haben wir denn dort? Einen Sumpf. Die Bäume habe ich schon, hä? Sieht aber richtig geil aus. Was ist denn mit dem World Generator hier los? Muss ich einfach mal einen... Ja, wie viel sind das? 10 Millionen Kilometer weit weg und dann habe ich hier ein schönes Biom oder was? Ja. Aber Minecraft ist sowieso schön mit Mods. Alleine ist es zwar auch sehr schön, aber hat man auch einige Zeit langweilig, weil man zu wenig gefordert wird im Bauen, zu wenig gefordert wird im Spielen, alles Mögliche. Es ist einfach die Abwechslung fehlt sozusagen, obwohl es ein sehr abwechslungsreiches Spiel ist, fehlt es an Content. Mojang ist da extrem langsam. Und ja, ich hätte gerne ein Spiel, das immer wieder fortschreitend entwickelt wird, ganze Zeit entwickelt wird, nie aufhört. Entwickelt werden. Also der Entwickler darf nicht aufhören. Und am besten auch so ein Aufbauspiel wie Minecraft. Ja,
Das wäre mein so absoluter Top-Wunsch. Den würde ich sogar erfüllen, wenn ich genug Geld hätte. Oder auch den, das Wissen darüber. Da würde ich sogar selber machen. So. Kaufe ich mir eine Lizenz und mache mir das beste Spiel. Oder mache eine neue Lizenz. Ja, ja. Aber, ja, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück. Das ist viel zu viel mehr hier. So schade. Haben wir so eine schöne Farmwelt. Und haben so viel mehr. So was von schade. Ja dann. Immerhin haben wir Erfolg gehabt. Als Naturwissenschaftler. Aber Spielerfolg haben wir einfach zu wenig. Das geht doch gar nicht. Blitz, Birne, Portale. Das ist wieder das Ding. Jetzt muss ich aber schauen. Fokus. Ich muss ja schon farmen, aber das ist Farm. Bisschen hier ringsum. Gut. Meine Kätzchen spielen wieder herum, das Pult ist bei mir. Größte Poltergeist hier oben. Aber so süß, also kleine Katzen sind wirklich das Beste, was man kann, haben kann. Einfach nur toll. Ja, die lernen noch fürs Leben, das ist gigantisch. Boah, noch so weit. Hi. Ich brauche einen Drache. Also wir haben einen Sattel. Jetzt müssen wir schauen, wir könnten den Drachen machen und den irgendwie in das Nether tun. Den kann man doch spawnen. Dann beschwören wir ihn im Nether. Gut. Ja. Komm jetzt. Ich will endlich nach Hause wieder. Ja, ja. Und dann mal wieder ein bisschen Pause in Minecraft machen. Für euch geht es natürlich täglich zweimal weiter. Und jetzt ohne eine wöchentliche Unterbrechung jedes Mal. Jo. Ich tue nebenbei mich erholen mit Schlafen und mit Fußballspielen und einfach Training und so. Und ja, dann werde ich bald auch wieder sehr gesund sein und für euch ein gutes Let's Play weiterführen. Noch besser machen. Vor allem noch besser machen, natürlich. Ja. Sag mir mal, was ich so ein bisschen jetzt gerade falsch mache, außer der Konzentration und so. Kann ich mir da gleich mal ein bisschen einen Gedanken drüber machen und ja. Es ist eben schwer, wieder reinzukommen und es ist auch schwer, ohne ja, richtige Konkurrenz, so ein bisschen ein gutes Let's Play zu werden. Ich will nämlich niemanden als Konkurrenz und ich kann niemanden etwas nachmachen oder sonstiger was. Es ist einfach so, dass ich völlig anders bin als andere Let's Player. Und wer mich mag, der mag mich. Und wer mich schlecht findet dadurch, ja,
findet mich halt schlecht. Ich bin halt nun mal so. Aber dafür mache ich auch tolle Sachen, wie zum Beispiel eben Rollenspiel oder Wunschprogramm. Ihr dürft mir immer wieder etwas wünschen, immer wieder. Ja, einfach das Let's Play wünschen, was ihr wollt. So, was wollt ihr im Let's Play sehen? Was genau? Und so weiter. So, also ich möchte aber zuerst mal noch kurz hier ein paar Bäume anpflanzen. Gut, da machen wir mal die Palmen hin. Toll. Das müssen wir auf Gras pflanzen. So. Und ja, hier. Dann Mangrovensetzling. Die können wir aber jetzt hier. Gut. Also, dann machen wir die hier drüben. Können wir die auch im Wasser? Nö. So. Und zwei noch in die Nähe, damit die auch wachsen. Oh, schön. Tulpen. Hier haben wir noch eine Höhle, die wir erkunden können. Ist das so eine Blume? Weiß auch nicht, was das ist. Ja. Wollen wir die hier im Wasser? Nein, das ist nicht gut, oder? Ja, okay, wir brauchen nicht so viel. Da mal reinlegen. So. Und hier oben können wir irgendwo mal ein paar Dinge anpflanzen. Kakaosträucher. So. Gut, dann haben wir das. Können wir noch 10 Minuten was machen? Ja. Machen wir hier mal ein bisschen Bambus hin. So. Gut. Ich brauche die Sättel. Dann brauche ich noch die Steine reinlegen. So. Dann brauche ich noch die Rezepte, hä? Pet. Mo. Wo sind denn die Sachen? Ah, ich will einen Elefanten sehen. Nette Skorpion-Sachen. Tillionplatten. Dann hier haben wir Sorting-Holzmotor. Eine Kristall-Mount-Armor. Oh, cool. Sie nicht so sehen, nicht so schön ist. Ja, wie heißen jetzt die. Wie heißt der Mod schon wieder? Dann müssen wir suchen, so. Wenn wir nicht wissen, wie es heißt. Boah, überall die Geräte. Blöcke und heftig. Naja. Da. Ah, Bikes, genau. Ja, etwas Einfaches. Aber etwas Fliegendes. Ein Gasbike? Gasträne, ja. Das ist natürlich schwer zu.
Creeper, Chocobo. Ja, goldene Karotten sind ein bisschen schwer zu herstellen. Ocelot. Flower. Das ist ein Flugding, oder? Machen wir uns eine Blume. Dann machen wir uns ein Flowerbike. Wieso nicht? Ist doch schön, oder? So. Da können wir gleich mal. Nein, das geht wahrscheinlich nicht. Haben wir hier nicht nur normale Blumen? Probieren wir mal, oder? So. Geht nicht. Gut. Ja. Jetzt müssen wir nur noch finden. Wir haben keine Blumen gesammelt. Suchen wir mal ein paar Blumen. Wir können ja ein bisschen Knochenmehl verwenden. Ah, nein. Ja, lieber nicht. Wir brauchen ganz normale Blumen. Haben wir irgendwo ganz normale Blumen? Die wurden neu ersetzt, oder? Da haben wir mal gelbe. So. Die möchte ich kurz mitnehmen. Gut, da oben vielleicht noch. Was ist das? Da haben wir wieder gelbe Blumen. Fünf. Sieben. Okay, nehmen wir die noch mit. So. Okay. Was ist das? Wallflower. Zurück, zurück. Schnell, ich will ein Bike haben, unbedingt. Gut. So, Dilly. So, hier sind wir zurück und jetzt machen wir das Boot. Die Blume. Geht nicht. Was müssen wir denn noch? Ah, wir müssen wahrscheinlich den Ding Sattel noch umändern. Flower, Pony, Creeper. Flower Bike. Ein Sattel und. Brauchen die bestimmten Pflanzen? Ja, dann machen wir ein anderes Bike. Das so umständlich geht. Lieber was Besseres. Snow Golem Ghast. Ja. Ist das Spider-Bike, Co-Bike, Pig-Bike? Chinesische Drache ist noch schwer. Trank der Nachtsicht. Ah. Eine goldene Karotte. Das ist zu schwer.
So ist er nicht der Alchemist, ein Profi. Fichtensetzling. Das könnten wir probieren, ob der danach fliegt, dass der Rudolf fliegt doch. Fichtensetzlinge. So. Wenn wir jetzt den hier setzen. Yes. Wir haben Rudolf. Wir mögen Rudolf. Wir lieben Rudolf. Gut. Toll. Dankeschön. Liebes Spiel, lieber Mod. Und, ja. Dann im nächsten Part werden wir zuerst den Bogen machen und dann den Nether erkunden nach dem Skeletten. Gut, wir konnten hier noch ein bisschen die Gegend, das ist hier so mal geil, dass der fliegt viel besser als der Drache. Ich habe nur der Drache ausprobiert beim Fliegen und der fliegt ja mega gut. Sogar besser als ein Chocobo, als ein Chocobo-Mod. Prima. Ja, was haben wir hier oben denn so alles? Oh, auch noch ein schönes Biom hier so. Schön viel Abwechslung. Ah, ich freue mich so. Nehmen wir ein paar Bambus mit. So. Gut. Es leckt ein bisschen, aber das könnte einfach wegen der Generation. Lol, ein Flower Forest. Oder einfach Garten, okay. Sind das jetzt wirklich echte? Ja, das sind richtige Blöcke. Schön. Also hier müssen wir dann unbedingt eine Art Easter Egg Biom machen. Also etwas mit Easter Egg oder so. Das wird doch so geil sein. Das ist das gleiche, nicht ganz, gell? So, hier haben wir einen Sumpf. Da haben wir auch einen. Haha, genialst. Mann, hab ich viel Glück. Ein Pazifik. Tropics-Zeugs, ja. Oh, ein Vulkan. Okay, ich bin verliebt in dieses Spiel. Dieses Modpack, ich bin verliebt in dieses Let's Play. Ah, es laggt leider ein bisschen, aber das liegt am Spiel und nicht an meinem PC. Mein PC ist am am sich langweilen. Und, die FPS sind bei 500 oben. Na gut. Können wir wieder jetzt ein bisschen zurück. Nicht zu weit weggehen. Hier haben wir auch noch ein paar barbarische Länder. So. Ist das normal, dass der so weiße Flocken hinterlässt?
Gut. Dann sind wir schon wieder zurück. Mal kurz dir den Lavasee wegmachen. Dann haben wir nämlich Obsidian für das für die nächste Folge. So. Gut. Ja. Also, Rudolf, komm zu mir. Prima. Machen wir das mal hier runter. So, Rudolf, nicht abhauen. Ich brauche dich nächste Folge noch. Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.